Moin Moin, hier ist mal der ganze Flensburg, ich grüße euch. Heute wollen wir mal hier mit Planet Coaster weitermachen. Da hat sich ja so viele, Erneuerungen dabei. Und das habe ich zurzeit eigentlich also selten gespielt, aber Sendner müssen wir mal langsam anfangen. Und hier machen wir mal so einzelne Rundfahrten mit den Fahrgeschäften, die ich schon habe. Hier sind wir gerade wieder, ihr seht, eine Wildwasserbahn. Das ist also eine fertige, man kann ja auch, wie ihr ja bestimmt auch alles wisst, alles selbst bauen, aber ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt ordentlich Geld zusammenbekomme, damit ich hier nachher irgendwie eine große Holzachterbahn mal selbst bauen kann. Na, wir fahren jetzt eigentlich so mit allen Fahrgeschäften mal kurz, wo die ich schon habe so. Und was da auch neu ist, ich weiß nicht, wie der Planet Coaster spielt, das ist jetzt auch mit Sicherheitspolizisten, dabei werden ja auch im Park Diebstähle begangen, also werden in den Buden eingebrochen, Parkbänke werden demoliert. Die Leute werden bestohlen und dafür sind dann die Polizisten da. Und natürlich, wie man auch braucht, eben die Handwerker, der Mechaniker, sowie auch hier die Reinigungskräfte. Ich habe also von Anfang an, wo es ja gerade entwickelt worden ist, habe ich das ja bezahlt, habe damit gespielt, wenn man es jetzt so sieht, wie weit sich das entwickelt hat, also finde ich ganz toll. Und da kommen immer noch mehr Updates zu. Noch mal runter und dann, dass die Leute noch mal ordentlich nass werden. Und dann wollen wir auch noch gleich hier ein anderes Fahrgeschäft nehmen. Das hier unten, was da sich jetzt gerade so dreht, da passen wohl nur ein paar Leute rein. Aber das kann man auch nie von innen betrachten. Das ist auch neu und so wie ihr seht, man muss Toiletten bauen und eben, dass die Leute zu trinken und zu essen haben. Das hier ist auch neu. Also etliche neue Sachen dabei kommen. Ich mache da auch Herausforderungen. Das heißt, dass man also Geld haben muss, um das zu bauen. Fertig in der Forschung. Ich habe hier den Park also nicht in so Themen eingeteilt, sondern nur mal so gemacht. Und hier fahren wir erstmal mit der Achterbahn, mit der Wildwest-Achterbahn. Auch so eine schöne Sache, aber da ist auch eine fertige. Ich sage aber, ich will mir nachher ja mal selbst irgendwie so was bauen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob man den Park erweitern kann oder noch nicht erweitern kann, weil das sollte ja auch mal irgendwann dazu kommen. Weil so, ich habe eigentlich viel LS17 gespielt, aber so wie ich festgestellt habe, also habt ihr gar nicht mehr so viel Interesse daran. Und das sieht man ja auch so bei den anderen Leuten, die ich auch so abonniert habe. Das läuft gar nicht so weiter mit LS17.
Weil da kommt auch, also zur Zeit nichts Ordentliches raus. Und was da auch ist, man kann also meistens auch immer nur eine Map drin haben, nicht mehrere, dass man die spielen kann. Und dann stürzen die ab und all sowas. Ich glaube nicht, ich glaube, das war irgendwie ein Fehlkauf oder eine Fehlkonstruktion am RS-17. Ich fand das halt nicht so ganz gut. Naja, man macht so das Beste draus. Na, weil wäre ich trotzdem noch bei RS-17 immer noch weiter. Ich habe ja eigentlich immer nur so, wenn so LKWs rausgekommen oder Trailer rausgekommen, ob das funktioniert. Und ob die auch selbst abladen. Naja, gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Moin Moin, euer Bernd Flensburg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Yeah.